Komm schon! Er muss irgendwo weiter hinten sein. Vielleicht. Thank you.
Wehe, wenn du irgendwas wegen dem Lass sagst. Okay. Okay, dein Rucksack. Ist das Blut? Hey, Owen? Owen? Das ist echt grausam. Isaac hat dich geschickt. Hat er nicht. Was soll das werden? Es braucht etwas Arbeit, um den Schuss zu bringen. Verstehe. Willst du? Passe. Wie du willst. Danny ist tot. Ja. Willst du mir sagen, was passiert ist? Wir haben ein kleines Lager geräumt. Nur ein paar Scars und ich schlage einem auf den Kopf. Fest. Und er geht zu Boden. Und seine Waffe liegt da. Und er greift nicht danach. Stattdessen sieht er zu mir. Und er ist alt. Und erschöpft. Er war bereit. Hab eine Menge Scars getötet. Und, dieser Mistkerl. Ich konnte es nicht. Natürlich macht mich Danny deswegen dumm an. Ich bin durch, sag ich. Er kann es ja selber machen. Und er richtet die Knarre auf mich. So greife ich sie und erst wusste ich nicht, wer die Kugel abbekommen hat. Du hast dich verteidigt. Hör auf. Ich bring das in Ordnung. Ich red mit Isaac. Ich kann nicht mehr, Abby. Ich will nicht um Land kämpfen, das mir absolut nichts mehr bedeutet. Ich gehe nach Santa Barbara. Und jagst Gerüchten nach? Ich höre oft davon. Die Fireflies formieren sich nicht neu. Sie sind weg. Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen.
Was ist mit Mel? Sie ist hier sicher. Okay. Wir reden morgen, wenn du nüchtern bist. Mach das nicht. Was denn? Mich wie einen Verrückten behandeln. Dir geht es genauso. Wenn die Fireflies wirklich in Santa Barbara sind, würde ich einen großen Bogen um sie machen. Was? Nichts. Ich bin kein Kind mehr. Sei vernünftig. Ja, und was bedeutet das, Abby? Soll ich die finden, die meine Familie umgebracht haben? Ihnen wehtun? Sie foltern, bis sie in ihrer eigenen Scheiß... Ich muss sie da weglocken, bevor es zu spät ist. Verdammt, was mache ich hier? Da sind dreckige Scars.
sicher, dass du sie gesehen hast? Fuck. Es war die Abtrünnige. Wenigstens weiß ich, dass er lebt. Dieses Kind ist abscheulich. Was ist mit ihrer Mutter? Ich habe gehört, sie verweigert Nahrung und Wasser. Muse. Arme Frau. Sie hat sie erzogen. Sie hat sie gut erzogen. Manche Kinder sind von Geburt an verflucht. Sie sind noch da. Shit. Kleiner? Noch da? Komm bloß nicht näher! Ich bin's. Tut mir leid. Wie geht's dir? Ich werde deinen Arm bewegen. Lehn dich an mich. Wo bringst du sie hin? Komm. Was hast du vor? Ich gebe ihr eine Chance.
das Gas? Ich brauche alles Verbandszeug, was du hast. Bogen runter, alles okay. Runter damit, nimm ihn runter! Ich sag alles, stopp. Bogen runter! Hey, was soll das? Alles. Lev, Bogen runter. Ist okay. Abby, wer sind die Kinder? Meine Lebensretter. Kannst du sie dir ansehen? Bleib, Alice. Das ist Yara. Wie kam das? Ein Hammer. Ich war's nicht. Leg sie hin. Spürst du das? Yara. Nein. Ich wollte es säubern und versuchen... Der Knochen ist zerschmettert. Das Compartment-Syndrom. Was heißt das? Das heißt, dass der Arm ab muss. Sie ist Soldatin. Sie braucht ihren Arm. Wir können ihn nicht absterben lassen. Es soll nur nicht mehr wehtun. Bitte. Was brauchst du? Am besten eine Säge, Fäden, Klammern, Antibiotika. Aber das können wir wohl vergessen. Wir haben Messer, Feuer. Schneiden und ausbrennen? Sie stirbt an der Infektion. Schreib eine Liste. Ich gehe zum Krankenhaus und hol alles. Du brauchst deinen ganzen Tag. Ist mir egal. Es geht nicht um dich, Abby. Sie kann nicht so lange warten. Und was ist, wenn ich dich in 2 Stunden hinbringe? Das Wolf-Krankenhaus, oder? Auf der Westseite. Wie? Wir haben Brücken. Hoch oben, so umgehen wie die Überschwemmung. Und eure Leute. Schafft sie 2 Stunden? Wahrscheinlich, ja. Dann schreibt die Liste. Warte, ernsthaft? Die Brücken gehören den Skars. Sie schicken immer nur kleine Trupps los. Hörst du? Kleine Trupps. Das ist kein Spiel. Lev? Sie führe dich. Sie beschütze dich. Abby. Abby! Hey. Was? Du... Sind das meine Schlüssel? Sorry. Können wir reden? Rede. Warum machst du das? Hey, sie kam einfach her. Okay. Ich glaube, sie weiß nichts von letzter Nacht. Letzte Nacht ist mir egal. Mir nicht. Welcher? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Eine der besten Ärztinnen in Seattle. Mel. Und wie heißt er? Der Mann? Owen. Mel? Owen. Abby. Wie kommen wir zu den richtig hohen Gebäuden? Die Brücke ist dort. Der Weg da vorne führt ins Zentrum. Der Weg beginnt am Ufer des reißenden Flusses. Bring uns dahin, dann übernehme ich. Bringen uns diese Brücken wirklich über die Stromschnellen? Ja. Über alle? Ja. In nur ein paar Stunden? Ja.
Ich lüge nicht. Da ist es. Zu dem Gebäude müssen wir. Hey, ich sehe es. Was ist, wenn wir die Sache für deine Freundin nicht kriegen? Sie wird die Operation mit dem machen, was Owen da hat. Fall nicht ins Wasser. Die Stromschnellen reißen einen weg. Ich weiß. Du kannst doch schwimmen, oder? Ja, aber ich werde nicht reinfallen. Sehr optimistisch. Mal sehen, ob wir auf dieses Gebäude kommen. Du warst schon mal bei diesen Brücken, oder? Ja. Meinst du, wir begegnen vielen Skars? Seraphiten. Ich weiß nicht. Würdest du damit klarkommen? Gestern ging's ja auch. Ja, aber die haben dich gejagt. Alle. Achtung, das Glas. Oh, Mist. Bist du okay? Alles gut. Sicher? Ja, alles gut. Wir nähern uns deinem hohen Gebäude. Wir müssen wohl ein paar Umwege machen. Wie lange wart ihr beide auf der Flucht? 2 Tage. Wo wolltet ihr hin? Keine Ahnung. Einfach weg. Sagst du mir jetzt, warum sie wirklich hinter euch her waren? Hab ich doch. Sie wollen einen Jungen töten, weil er sich den Kopf rasiert hat? Es war nicht erlaubt. Es ist eine Regel. Ich brach sie. Scheiße. Warum hast du es gemacht? Ich weiß nicht. Ganz schön Punkrock von dir. Punkrock? Ich habe das Gefühl, du hältst nicht viel von Regeln. Oh, das stimmt wohl.